I gotta do it for God. I'm going LeBron in the paint. I'm coming for all the above. I'm with the dogs, we back in the stew, huh? Thought that you knew, huh? I'm with the dogs, yeah. What you gonna do? Play with the sticks, yeah. Die in the streets. Cook up that bro with the team. They got a feast, yeah. I made that beat, go bang. Okay, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Alex, ich bin der Gründer der Marke Taipan, Taipan Schmuck. Und in diesem Video geht es darum, euch mal zu erklären, woher die Idee für die Marke Taipan kam und was Taipan eigentlich bedeutet. Okay? Wir haben auf unserer Webseite unter Info irgendwo schon eine Seite, die heißt, glaube ich, die Marke Taipan. Da wird eigentlich schon alles erklärt, aber viele lesen sich das vielleicht nicht durch oder haben diese Seite noch nie gesehen. Das Wort Taipan kommt aus dem Kantonesischen. Kantonesisch ist die Sprache, die zum Beispiel in Hongkong gesprochen wird. Hongkong, China. Hongkong war, ich meine, 150 Jahre lang eine britische Kolonie und war ganz anders als die Volksrepublik China. Dort wurde Kantonesisch gesprochen und Englisch als Amtssprache. Und in den 80er Jahren gab es eine Fernsehserie, die lief, glaube ich, auf ZDF oder so, die hieß Noble House. Okay? Wir können hier vielleicht mal das Cover einblenden. In der Hauptrolle Pierce Brosnan, der später auch James Bond gespielt hat. Vielen jüngeren Zuschauern ist er wahrscheinlich kein Begriff, aber er war damals ein Megastar. Und diese Serie, damals war ich weiß nicht genau wie alt, ich war 5, 6, 7 Jahre, da gab es in Deutschland nur zwei Kanäle im Fernsehen, nämlich ARD und ZDF, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall hatten wir noch kein Kabelfernsehen. Oder auch selbst wenn, ist ja auch egal. Auf jeden Fall saß ich mit meinem Vater zu Hause im Wohnzimmer und der hat diese Serie geguckt und wir hatten nur ein Fernsehgerät, also saßen wir daneben und haben das auch geguckt. Das ist eine vierteilige Serie, sehr interessant, geht über Business, über Manipulation, über ein bisschen auch Romanze und so, aber nicht so sehr, über Mafia und so weiter und hauptsächlich auch über das Geschäft. Das habe ich damals als kleiner Junge natürlich nicht durchblickt, aber war trotzdem interessant. Darüber hinaus, wir hatten im Wohnzimmer ein ganz großes Bücherregal. Wir hatten hunderte Bücher da drin stehen, unter anderem eins, was eben auch dieses Noble House war. Und auf den Büchern ist ja immer so ein Umschlag. Und auf dem Umschlag war eine Münze mit chinesischen Schriftzeichen. In der Mitte ist so ein Loch. Und die Münze war zerbrochen in zwei Teile. Okay? Und die Storyline in dieser Serie ist, dass die Münze wurde, da waren glaube ich zwei Münzen, wurden also insgesamt in vier Teile aufgeteilt. Und wer immer ein so ein Teil dieser Münze hat, kann zum Herausgeber dieser Münzen kommen, was in diesem Fall das Noble House war, eine Handelsfirma, und kann einen Gefallen fordern, egal was es ist. Okay? Und weil dieses Noble House, diese Handelsfirma sehr mächtig und sehr reich war, hat diese Münze auch einen sehr hohen Wert. Und die wurde dann geklaut und Mafia und hin und her. Könnt ihr euch angucken. Gibt es auch, meine ich, auf Amazon Prime. Sehr interessant auf jeden Fall. Soweit, so gut. In dieser Serie ist Pierce Brosnan der Taipan des Noble House. Okay? Die Firma heißt Noble House und er ist der Taipan. Warum? In Hongkong nannte man damals die Chefs der britischen Handelshäuser oder der ausländischen Handelshäuser, die damals logischerweise überwiegend britisch waren, Taipan. Heute würde man sagen CEO oder auf Deutsch der Geschäftsführer oder der Boss oder keine Ahnung. In Hongkong sagte man zu diesen Leuten Taipan. Er ist der Taipan des Noble House. Okay? Und wenn man bei Wikipedia guckt zum Beispiel, da wird es auch erklärt mit Big Boss, Big Shot oder oberster Führer des Handelshauses. Okay, soweit, so gut. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Okay, ich war ein kleiner Junge, habt es gesehen, schön und gut. Später, also ich habe sehr früh
Handelsgeschäfte mit Asien begonnen. Das war 2002. Und überwiegend in Hongkong. Und das erste Mal in Hongkong war ich 2004 oder 2005. Und habe immer Geschäfte mit Hongkong gemacht. Ich habe mit die besten Zeiten meines Lebens dort verbracht. Ich war dann während meines Studiums war ich für ein Semester dort, 2009. Spät habe ich mit meiner Familie dort gelebt, 2015. Und 2009 während meines Studiums, während meines Auslandspraktikums, was Bestandteil meines Studiums war, habe ich absolviert bei einem meiner besten Freunde in seiner Firma. Er hat eine Armbanduhrenfabrik, der unter anderem auch für uns diese Uhren hergestellt hat. Und danach hatten wir eine Geschäftsidee für Deutschland und dann brauchten wir einen Namen. Und da habe ich einfach Taipan ins Gespräch gebracht. Und dann haben wir den Namen gepickt und haben dann 2009 die Marke registriert. Ich habe die Marke registriert. Und dann haben wir ein bisschen was gemacht, das hat aber nicht geklappt und dann war das erstmal auf Eis. Dann habe ich mein Studium zu Ende gebracht und habe dann später, Jahre später, wieder mit dem Schmuckgeschäft gestartet und habe dann diese Marke Taipan auf ganz, also die Marke war, die war registriert, aber die war nicht aktiv und ich habe dann die Marke auf ganz Europa erweitert und habe dann die Geschäfte im Schmuckbereich wieder gestartet. Ich habe, wie gesagt, 2002 schon Schmuck und Armbanduhren gestartet, aber unter keiner besonderen Marke. Ich hatte damals eine Marke, aber nicht registriert. Und später, ab 2017, habe ich das dann ernsthafter verfolgt und toi, 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 bis heute haben wir viele Erfolge gefeiert. Das Geschäft ist gewachsen. Und warum Taipan? Warum habe ich damals Taipan genommen? Gut. Ich hatte das irgendwie im Hinterkopf, als kleines Kind habe ich diese Serie gesehen. Ich bin in Hongkong, ich habe die Faszination für Hongkong gehabt. Ich war Hongkong sehr fasziniert von Hongkong, weil ich komme aus einer richtig kleinen Stadt, Lübbecke in Ostwestfalen, 20.000 Einwohner und bin plötzlich in einer Millionenmetropole in Hongkong. Und weil mein guter Freund dort, der ist dort geboren und aufgewachsen und wir sind im gleichen Alter, wir haben sofort eine Sympathie gehabt. Und sind auch bis heute noch sehr gut befreundet. Der hat mir die Stadt natürlich auch noch ganz anders gezeigt. Okay? Wenn man direkt Anschluss an Locals hat, dann lernt man eine Stadt ganz anders kennen, als wenn man da einfach als Tourist für eine Woche hinkommt. Das ist einfach so. Und dadurch habe ich eine Faszination für Hongkong gehabt. Die war sehr groß. Und dann, als es dazu kam, dass wir eine Marke machen wollen, habe ich dann einfach Taipan gepickt und meine damaligen Geschäftspartner waren damit einverstanden und haben das gemacht. So wurde Taipan ins Leben gerufen. Und was heißt Taipan? Nochmal, Taipan ist der Führer eines ausländischen Handelshauses in Hongkong. Und wie es der Zufall so will, habe ich später, auch auf minimalem Niveau, auch ein Handelshaus in Hongkong gehabt. Eine Firma, kein Handelshaus. Und ich war eine ausländische Firma und ich war der Taipan dieser Firma. Die Firma war damals Platinum Power Sales und die andere war Euro Postal Service Limited. Und da war ich der Taipan. Und wenn man das so will, wenn man das auf andere Länder adaptiert, bin ich auch jetzt in Dubai von meinen Firmen der Taipan, weil ich bin der Chef der Firma und wir sind Ausländer in diesem Land. Okay? Das ist der Hintergrund. Viele haben damals, als ich mit dem Schmuck dann gestartet habe, gesagt, ah, du verkaufst italienischen Schmuck, was soll das, Taipan, Thailand, Thai, machen irgendwelche bescheuerten Witze, Social Media halt. Aber das Ding ist, die Leute verstehen ein paar Sachen nicht. Okay, ich könnte jetzt, mein Name ist Alexander Amorin, ich könnte, was weiß ich, Alessandro Amorini nehmen, das klingt irgendwie italienisch. Könnte ich machen, sicherlich. Mache ich vielleicht auch irgendwann mal. Es gibt eine große Eisdielenkette, die heißen Amorino. Immer wenn wir die irgendwo sehen, sage ich, guck mal, die haben meinen Namen geklaut. Hier in Dubai gibt es eine Parfümmarke, ich weiß nicht, ob die von hier kommen oder von irgendwo anders. Die heißen auch
Amorini oder Amorino, keine Ahnung, irgendeine Abwandlung davon. Das Parfüm kostet 150 Euro, ich habe davon noch nie gehört, aber gut, ist auch eine Marke. Es wäre sehr einfach für mich, irgendwas italienisch klingendes, obgleich unser Familienname portugiesisch ist, aber wir könnten dort sehr einfach eine Marke kreieren. Ja, aber ich habe mich für was anderes entschieden und es hat eine Historie, die ich euch gerade erklärt habe, die der Zusammenhang mit Hongkong, und wenn ich das jetzt damals auf Instagram hätte erklären wollen, das hätte nicht geklappt, weil die Leute hätten das nicht gerafft. Warum? Hongkong, hören die Leute China, dann denken sie sofort, ah, billig, ah, siehst du, die Sachen kommen aus China. Was ja nicht der Fall ist, unsere Königsketten und so weiter kommen aus Italien. Wir haben mittlerweile auch Produkte, siehe Armando, die aus China kommen, die aber nicht minderwertig vom Produkt sind, zumal es kaum möglich ist, solche Sachen woanders herzustellen. Dazu können wir aber auch nochmal ein anderes Video machen. Und jetzt kommt's. Nochmal. Hätten wir irgendeinen italienischen Namen, Vergam, bla bla bla, irgend so einen Blödsinn genommen, in Verbindung mit italienischem Schmuck, das hättest du gehört und du hättest es sofort wieder vergessen. Aber Taipan brennt sich ein. Im ersten Augenblick finden die Leute es vielleicht unpassend oder verstehen das nicht, was soll das sein? So. Aber es brennt sich ein. Der Name, es gibt Leute, die haben sich unsere Marke tätowieren lassen. Okay? Was soll ich noch mehr an Bestätigung bekommen? Der Name brennt sich ein, unser Logo brennt sich ein. Wenn du es einmal gesehen hast und wenn du an diesen Produkten Interesse hast, dann wirst du den Namen nicht mehr vergessen. Okay? Weil du ihn vielleicht erstmal lustig findest, aber unterm Strich brennt er sich ein. Und wenn wir doch mal ehrlich sind, was sind eure Lieblingsmarken heutzutage? Nehmen wir mal die großen Modehäuser. Nehmen wir mal Gucci. Jetzt nichts gegen Gucci, okay? Aber was ist das? Was ist das für ein Name? Gucci. Das ist so, als ob du beim Baby Gucci, Gucci, da, da, da. Was ist das, Gucci? Was ist jetzt so cool daran? Was ist so geil daran, an den Namen selbst? Was ist an Louis Vuitton? Was ist daran so jetzt... Die haben halt die Marke über 100 Jahre oder Gucci über 50 Jahre mit Milliarden von Werbemitteln aufgebaut. Aber wenn du das zurückverfolgst, ist das ein normaler Familienname aus Italien von irgendwelchen Bauern gewesen. Das ist jetzt nicht irgendwie was Krasses. Also man soll nicht... Weltmarken sind nicht von heute auf morgen zu dem geworden, was sie sind. Da wurden Milliarden oder hunderte Millionen investiert in Werbung. Selbst wir haben schon Millionen von Euros ausgegeben für Werbung als kleine Pissfirma. Was sollen diese Firmen, die weltweit vertreten sind, sagen? Die haben Milliarden ausgegeben oder hunderte Millionen, um überall bei den Leuten im Kopf als Premium-Produkt eingebrannt zu werden. Und wenn du das geschafft hast, dann hinterfragt keiner mehr den Namen. Aber guckt euch doch die Namen an. Ihr werdet höchstwahrscheinlich nicht ein Luxusprodukt, eine Lederhandtasche für 3.000 Euro kaufen, wenn da Schröder draufsteht oder wenn da Merkel draufsteht oder wenn da Bauer draufsteht. Aber das sind genau die Namen, nur auf Italienisch oder auf Französisch. Ist doch genau das Gleiche. Was soll das? Deswegen war das für mich schon von Anfang an nicht, war das für mich problemlos. Das war für mich kein Problem, einen asiatisch klingenden Namen als Marke zu wählen. Der Name kommt aus Asien, kommt aus Hongkong. So what? Hongkong ist eine krasse Stadt. Das kann man nicht vergleichen mit irgendwelchen Hinterhofwerkstätten in Mainland China, irgendwo in was weiß ich wo. Hongkong ist Luxus. Ist eine der krassesten Städte der Welt. Als ich dort gelebt habe, war es die teuerste Stadt der Welt. Und wer schon mal dort gewesen ist, wird das bestätigen können. Also die Leute in Hongkong lachen über die Mietpreise in Deutschland oder so. Oder über... Ne? Ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber nur um das nochmal zu verdeutlichen, spielt keine Rolle, wie dein Name ist, auch an alle, die eine Marke gründen wollen. Wenn ihr davon überzeugt seid und wenn ihr dahinter steht, dann go for it, macht es. Weil am Ende des Tages müsst ihr in den Spiegel gucken können und ihr müsst mit euch selbst zufrieden sein. Und ich, für mich persönlich, habe einen Grund, warum ich diese Marke gewählt habe. Ich habe auch einen Grund, warum ich den Namen von meiner Dubai-Firma so gewählt habe, wie er lautet. Und auch die Firma in Deutschland hat alles
hat einen Sinn. Nur weil ich den nicht öffentlich breit trete oder nicht erkläre, heißt es nicht, dass da kein Sinn und Verstand hintersteckt. Und wenn ich für mich selbst, wenn ich damit zufrieden bin, dann mache ich das. So, das spielt für mich keine Rolle, was irgendwelche Trolls auf Instagram oder auf Facebook sagen. So, das ist irrelevant. So viel dazu. Also, Taipan, so oder so, beste Produkte. Also, geht auf www.taipanspruch.de. Ihr wisst Bescheid. Schaut euch die Miniserie an, Noble House, mit Pierce Brosnan in der Hauptrolle. Ist wirklich sehr interessant, insbesondere wenn ihr interessiert seid am Aktienmarkt, wenn ihr interessiert seid am Business und wenn ihr interessiert seid an Asien, an Hongkong, an Mafia. Schaut euch das an. Wirklich sehr interessant. Aus den 80er Jahren. Kann man sich aber immer noch gut angucken. Und ja, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.